So, Montag wäre geschafft, zumindest hauptberuflich. Nebenberuflich will ich jetzt noch fix die Drohnenaufnahmen für das neue Rund um den Sund Video machen. Bin jetzt quasi zwischen der alten und der neuen Stralsund-Überquerung und werde versuchen, da ein paar schöne Videos zu drehen, um euch das im nächsten Rund um den Sund Video mehr zu veranschaulichen, worüber wir eigentlich immer reden. Ist ganz schön warm heute, wollen wir nicht meckern. Relativ windstill, ein paar Wolken, sieht eigentlich bestimmt ganz cool aus nachher. Genau, und morgen steht ein kleiner Videodreh an. Sonst habe ich für die ganze Woche nichts geplant, außer Samstag nach Finofurt zu diesem, wie heißt das? USK Paradise Route 61 oder so, muss ich nochmal gucken, wie genau das heißt, hinzufahren. Riesen V8 Muscle Car Treffen will ich auf jeden Fall hin. Bin mal gespannt, wird bestimmt wieder lustig und im Nachhinein gibt es wahrscheinlich wieder einen Haufen Klicks. Will mal gucken, oh, ist das warm. Hey, hier nochmal. Hier war ich übrigens noch nie. Mal gucken, wie das aussieht. Sieht aber nach einem guten Start- und Landepunkt aus. Und solange ich zwischen den Bundesstraßen fliege, dürfte auch keiner meckern. Dann schauen wir mal. Ach, was ich noch erzählen wollte. Ich habe mir noch so einen großen 1,50 mal, glaube 2,50 Meter Reflektor bestellt von Bressler. Billigkram. Hatte ich mir vor kurzem einen Abschatter davon bestellt und war total zufrieden. Ich habe mir so einen Reflektor damit bestellt und außerdem kam eine neue Speicherkarte, 128 GB für die Vlogging-Kamera und zwei Ersatzakkus, damit ich ein bisschen unbekümmerter vloggen kann und mehr. Und da habe ich noch was richtig Geiles am Samstagabend bestellt und wenn das kommt, mache ich mal ein richtig schönes Video. Freue mich schon riesig drauf, bin mal gespannt. Und jetzt bin ich schon hier an Ort und Stelle. So, das ging ja ganz gut. Ich sag ganz gut. Also einen leichten Drift hatte die Drohne immer wegen des Windes und auch wegen der ganzen Eisenkonstruktion hier und die Eisenspundwände und so weiter. Da hat der Kompass immer ein bisschen mit zu tun. Jetzt will ich nochmal da hinten rüber, diese Senkkästen. Oh, das darf ich noch gar nicht verraten. Werde ich auf jeden Fall dahin nochmal die Gebilde, über die wir auch in der neuen Folge rund um den Sund sprechen, will ich die auch nochmal drehen und vielleicht nochmal die Zielgrabenbrücke, wobei ich die schon mal mit der Drohne abgeflogen bin. Grundsätzlich fliege ich nicht so gerne hier lang. Erstens ist es ziemlich windig und zweitens ist auf der alten Brücke eine Starkstromleitung. Als ich denn auf dem anderen Ende war, hat mir auch die Drohne gesagt, oh, da wären Hindernisse oder so. Diese Starkstromleitung und auch massive Metallkonstruktionen sind beim Drohnefliegen nicht zu unterschätzen. Und auch der Wind natürlich hier am Wasser. Also ich habe jetzt ein paar richtig coole Aufnahmen gemacht. Von 20 bis 100 Meter Höhe. Ich werde jetzt da drüben noch was probieren zu filmen. Fahr dazu mit dem Auto rüber und wird die Woche ansonsten ein bisschen ruhiger. Das passt überhaupt nicht hier rein. Cut! So, vorhin war ich, wenn ich sehe, wenn ich mit dem Mikro mache, da hinten. Und jetzt will ich mal zu den Objekten da am Wasser rüberfliegen, weil wir die im kommenden Video näher erläutern.
Sollte eigentlich machbar sein, aber ich glaube, dann werde ich es auch dabei belassen. Ich fliege noch mal relativ tief hier unter den Pfeilern durch Richtung Stralsund. Müssen wir schauen. Erstmal muss die Haie von den Dingern da hinten wieder zurückkommen. Also fliegen klappt hier eigentlich. Allerdings ist hier eine riesen Spundwandanlage. Und da habe ich ja schon meine Erfahrung mitgemacht. Einmal ist die Drohne ja schon abgestürzt. Kann den Kompass nicht kalibrieren hier und das lasse ich lieber. Ich gehe mal da hinten rüber und versuche mal von da zu starten. Und dann fliege ich fix vielleicht unter der Brücke durch. Dann gibt es keinen Ärger. Film die Dinge, dann komme ich wieder zurück. Ich nehme mal ein Auge voll, ob man da besser starten und landen kann. Man das? Zählt euch auch immer wieder die Hände, wenn ihr Drohne fliegt und dann zu einem Überfluss auch noch so steht wie ja, kann man es lesen jetzt? Ach, magnetische Interferenzen und kann man auch sehen, ich habe noch 30% Restakku gehabt. Jetzt ist die ganze Sache ja nochmal gut gegangen. Ich habe die Aufnahmen wie gewünscht im Kasten und für die alte Zielgrabenbrücke nehme ich Aufnahmen aus dem Archiv. Das reicht für heute. Und jetzt mache ich Feierabend. Ah, stimmt nicht ganz. Ich muss noch ein paar Fotos bearbeiten vom Wochenende von der Hochzeit. Wie gesagt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag will ich das Video dann schneiden und Freitag soll es dann online gehen. Drücken wir mal die Daumen, ist geschafft. So, ich habe jetzt Feierabend gemacht. 17.17 Uhr am Dienstag haben wir jetzt. Ich habe gestern noch das Intro für Rund um den Sund geschnitten. Ich muss noch bloß noch der Schriftzug rein. Jetzt warte ich auf Monique. Dann machen wir ein, zwei kleine Aufnahmen am Strand in Prora. Und dann war es das diese Woche auch mit Termin. Ich habe genug zu tun, alles noch zu schneiden. Und muss ja die ganze Woche nicht so stressig werden lassen wie die letzte Woche und vielleicht werde ich oder höchstwahrscheinlich werde ich Samstag nach Fino fuhren zu diesem Race 61. Schauen wir mal und das wäre dann aber wirklich der letzte Termin für diese Woche. Kann ich diese Woche so durchziehen wie die letzte Woche? Ein, zwei Erklärvideos kann ich ja vielleicht trotzdem machen. Ich schau mal, mach mich nicht tot, ich konzentriere mich jetzt darauf. Die nächste Folge rund um den Sund so gut wie möglich und ansehnlich wie möglich zu schneiden, weil wir wirklich cooles Material haben und das wäre blöd, wenn das jetzt so 1 fix 3 dahin geklatscht wird vom Schnitt her. Das soll alles so zusammenpassen, das wird eine richtig coole Folge. Freue mich schon drauf, werden wir am Freitag hochladen, bin gespannt, wie euch das gefällt. Geht davon aus, wird euch auf jeden Fall gut gefallen. So, müsste Monique auch gleich kommen. Und ich habe jetzt schon Vlogmaterial von 3 Tagen, was ich noch nicht verarbeitet habe. Das ist jetzt der 3. Tag. Wie gesagt, ich muss erst mal gucken, dass ich alles geschnitten kriege. Auch das Material von heute. Würde ja keinen Sinn machen, da jetzt großartig die ganze Woche voller Termine wieder zu packen. Nächste Woche ist auch noch, wenn ich das Video von Samstag im Fino, wenn ich das Video am Samstag im Fino Furt noch drehe. Da wird es auch wieder einen Haufen Aufrufe geben. Schauen wir mal.
bin ich K.O. Ist jetzt um 9. Monique fix nach Hause gebracht. Oh, ich werde jetzt höchstens noch die Fotos fix in mein Google Drive packen und dann werde ich auch ins Bett. War eine ganz coole Aktion, gehe ich später noch mal näher drauf ein. Und morgen wird ein geiler Tag, da freue ich mich schon drauf. Morgen kriege ich ein cooles Paket. Ah, ihr dürft gespannt sein. Ich werde es auf jeden Fall vloggen. Früh. Bin jetzt gerade auf der Arbeit angekommen, mach mal fix ein Käffchen. Das Rund um den Sohn Video habe ich gestern noch fertig geschnitten und über Nacht gerendert. Moment. Und über Nacht gerendert. Glaube 3 Stunden hat das Rendering gedauert insgesamt. Geht dann morgen Abend online um 18 Uhr auf meinem Kanal, wird ganz cool. Mein heiß ersehntes Paket kam gestern leider nicht, müsste aber mit 95%iger Wahrscheinlichkeit heute kommen, wenn nicht irgendwas komplett schief geht bei DHL. Genau, ich denke mal, die Ankunft des Pakets werde ich noch filmen und dann werde ich heute den Vlog hier noch schneiden. Und dann werde ich ansonsten heute mal nichts machen und morgen auch nicht. Man muss auch mal Mensch bleiben und nichts machen. Zwischendurch kann ich jeden Tag nur von früh bis spät arbeiten. Naja, egal. Und Samstag geht es dann ab nach Finofurt. Hoffentlich wird das Wetter besser als angesagt. Da ist dieses große USK-Festival. Mal gespannt, mit 2 Freunden werde ich ja mindestens hin und das wird eine richtig coole Geschichte, gerade wenn das Paket heute noch kommt. Na, ihr werdet sehen. So, Akkus sind gepackt, ein Vlog ist bereits geschnitten und habe ich gesagt, Akkus sind gepackt, also Akkus geladen, Sachen gepackt. Der Wohnen ist fertig, der neue Monitor ist auch drauf, freue mich schon riesig, den morgen zu benutzen. Habe noch ein paar Lutz draufgeladen, mal gucken, wie das so funktioniert. Die neue Folge Rund in den Sund habe ich gerade online gestellt. Muss ich mir gerade selber erstmal auf dem Fernseher angucken. Ein Vlog ist geschnitten, der geht jetzt auch online. Ich komme das halt gar nicht hinterher mit Schneiden. Genau, morgen geht es dann nach Finofurt zum, wie nennt sich das? Roadrunners Paradise Race 61. Da werde ich mit 2 Freunden hin. Da werden wir schön Videomaterial sammeln. Hoffen wir bloß, dass das Wetter mitspielt, nicht, dass es noch regnet. Aber bis jetzt sind bloß 30% Regenwahrscheinlichkeit angesagt. So, ich mache jetzt Feierabend, es ist Freitagabend und jetzt sind es 19:15 ist es jetzt. Ich werde jetzt mein Feierabendbier trinken, duschen und dann morgen hoffentlich einen coolen Tag haben. Ich hoffe, ihr habt das Gewitter gut überstanden. Nochmal zum Monitor. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe als heute, also vielleicht im Laufe der kommenden Woche, wobei die ganz schön zugepackt ist schon wieder,
Immer werde ich zeitnah versuchen, mal einen Vergleich zu machen zwischen dem Wildrox-Monitor und dem Small-HD-Monitor. Der ist nämlich gewaltig, weil viele immer gefragt haben, wie ich den Wildrox-Monitor finde, bevor sie ihn jetzt nicht mehr benutzen muss. In dem Sinne, schönes Wochenende. Ich weiß nicht, wann ihr das jetzt hier sehen werdet. Wahrscheinlich erst 4, 5 Tage verzögert. Aber kommen auch wieder ruhigere Zeiten und dann werden die Vlogs auch wieder mehr up to date hochgeladen. Ciao. Und abonnieren nicht vergessen, ne?